Nein, echt. Du triffst dich mit wem? Hat die nicht gerade im neuen Tatort mitgespielt? Genau die, ja. Oh, du alles Ficker, ja. Die aus Annas Mörder. Ah, die geile, dunkelhaarige. Na, dann mal viel Spaß. Ach übrigens, die Abnahme von der Makler ist durch. Ja. Haben das Format gekauft, sind ganz verrückt danach. Sag mal, wann bist du denn eigentlich wieder im Sender? Bist du Montag da? Ja, nee, das wird nur so ein kleiner Abstecher. So wie der Drehbuchkurs, den du gerade belegt hast, ha? Ach so, das, ja. Ja, das war ganz lustig, ja, ja. Ja, die sind der Meinung, dass aus unseren Schmerz, Verbitterung und Transformation ein Drehbuch entstehen muss. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, ja, alles, was in meinem Leben nicht erreicht wurde, begraben oder beweint werden musste, ja, soll die Grundlage sein, um den deutschen Film zu retten. Oh Gott, das klingt ja schlimmer als meine Selbsthilfegruppe. Ja. Ja, oder Partyspiele auf Hochzeiten, ja. Okay, gut, Alter, dann träum mal weiter von deinem großen Durchbruch als seriöser Autorenfilmer, ne? Ja, ja, also dann bis morgen, du, alles... Ja. Jeden Morgen aufstehen, Kaffee trinken und dann rausgehen, Stunden runterreißen, dann auf die Firma scheißen und immer wieder Schleim, Fachwissen einverleiben, kein Menschen lieben. Wir sind wie die Maschinen. Ah! Und immer funktionieren, nichts Neues ausprobieren und die Tage verstreichen. Irgendwann sind wir Leichen. Bis dahin sind wir gut und immer auf der Hut. Kein Menschen trauen. Liebe nur im Traum. Ah! Jeden Abend saufen, den Problem weglaufen. Und es wird immer schlimmer. Ja, es wird immer schlimmer. Schatzi! Nicht zu fassen, was ist tatsächlich? Ja, ey, für dich ist mir doch kein Weg zu weit. Ich hab versucht, dich die ganze Zeit anzurufen. Also, es ist immer schwer, aus unserem Studio eine Ferndiagnose zu führen. Und eigentlich müsstest du in meine Praxis hier nach Hamburg kommen. Denn ich möchte aus deiner Hand die Wahrheit erfahren. Aber das, was ich fühle, ist eigentlich auch unmissverständlich. Da wird sich in deinem Leben einiges ändern müssen. Ja, ich weiß. Da muss sich einiges... Also, wir können hier noch ganz lange um den heißen Brei reden. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, unsere Hotline ist ja nicht ganz kostenlos. Aber das, was ich dir jetzt sage, das musst du dir als Worte vorstellen, die sich vor deinem geistigen Auge in die Luft schreiben. Du bist nicht schuld für das, was passiert ist. Hast du diese Worte gesehen? Ja, ich weiß. Sind sie immer noch da? Ja, ich glaube. Peter, noch einmal meine Frage. Sind meine Worte noch in dem Raum zu sehen, in dem du dich befindest? Leuchten sie hell und grell und bunt vor deinem geistigen Auge? Ja, sie sind hier. Ich kann sie tatsächlich sehen. Wow. Du musst diese Worte in den Raum schreiben. Nutze klare Konturen, keine Schreibschrift. Je klarer, desto besser, damit sie lange für dich strahlen und immer bei dir sind. Und was hast du alles mit mir vor? Hm? Was? Was meinst du? Na, ich wollte dich zu einem schönen Restaurant ausführen, lecker essen gehen. Und mich abfüllen und dann ins Bett bekommen. Ja, das auch. Mir ist lieber, wenn wir hier bleiben. Mir geht's im Moment nicht so. Hast du mal wieder was von Thomas gehört? Hier, Thomas? Das ist mein Thomas. Der meldet sich nicht mehr. Hat mich etwa alleine gelassen, als ich so krank war. Das Arschloch. Weißt du, dass ich seit einem Jahr nicht mehr gearbeitet habe? Ja. Kein Film, keine Serie, nicht mal eine beschissene Werbung. Ach, das ist ja... Vielleicht kann ich dir ja eine Agentur vermitteln. Soll ich uns was kochen? Das ist doch bestimmt...
Hunger. Ich denke, dir geht's nicht so gut. Vielleicht sollten wir mal rausgehen, Frischluft schnappen. Du kannst ein Fenster aufmachen. Das wäre schon mal ein Anfang. Das. Ja. Und du? Bist du immer noch so gut im Geschäft? Alles, was du ab 23 Uhr beim Zeppen einschaltest, ist ein Teil von mir. Echt? Gucken wir nachher, ja? Vielleicht soll ich uns was kochen? Nee, lass mich auf keinen Fall. Aber wir können nachher noch zu meinem Lieblingsgriechen gehen. Lieblingsgrieche? Schade, komm. Lass uns anstoßen. Hm? Julia und Shorty, einer vereint. Der Grieche ist das die Eckkneipe da unten. Mhm. Bis dahin komme ich manchmal noch. Die machen ein super Bauernfrühstück. Mhm. Eben nicht jeder so viel verdammtes Glück haben wie du. Ach, komm, komm, komm. Ich bin nicht immer darauf stolz, was ich tue. Weißt du, dass ich von einem Spielfilmprojekt träume? Was, du? Der mhm. König der Colin-Show. Ja, ja. Eine romantische Komödie. Und ich wollte dich fragen, ob du nicht Lust hast, mal das Drehbuch zu lesen, weil ich habe da eine schöne Rolle für dich. Für mich? Hm? So süß. Ist die Hauptrolle? Nee, warte. Lass mich raten. Ich bin der lustige Sidekick. Hm? Die liebe, nette Freundin von nebenan. Ja, so ähnlich. Ich dachte, du wärst nur hier, um mich ins Bett zu kriegen. Ja, das auch. Oh, das ist so süß! Ja? Nee. Ich habe gehört, dass du Schulden hast. Du trinkst den Wein. Und ich wollte dir. Entschuldige. Ja, hallo? Ja, Maya Jakobsen, ja. Ja, wer ist da? Ach so, ja. Ja. Ach, das war heute. Oh, ja, das tut mir leid. Ja. Ja, und morgen? Ja, verstehe. Ja, dann muss ich mit meiner Sekretärin telefonieren. Ja, das ist mir wichtig. Ja, wir schaffen das schon. Ja. Bis gleich. Maya Jakobsen. Ey, bisher kannte ich nur deinen Spitznamen. Ich habe ein Interview vergessen. Die wollen ein Porträt von mir machen. Mich als Spielfilmproduzent vorstellen. Und wo sind die jetzt? In Barmbek. Dann fahr doch hin, was hält dich auf? Ich lass dich jetzt nicht hier. Wieso nicht? Was? Du tust, als ob ich mir was antun würde. Es ist unser Abend und ich lass dich jetzt hier nicht allein. Dann ruf die Leute an und sag denen, dass die hier hinkommen sollen. Dann kannst du das Interview führen und passt auf mich auf. Ich gehe inzwischen duschen und wenn ich wieder da bin, ist alles gut. Ich kenne inzwischen so viel. Au! Vorsicht! So viele Tricks, um mich wieder nüchtern zu machen. Keine Angst, ich bin